Cool, dass ihr wieder dabei seid. Es geht weiter mit Platzrunde. Neuer Tag. Ja, wahrscheinlich. Die Kameras haben wir ja installiert im letzten Video. Jetzt geht es darum, den Flieger mal wieder in die Luft zu bringen. Was als erstes immer ansteht für Piloten, ist natürlich die Einhaltung der 90-Tage-Regel. Deswegen werden wir jetzt easy 3 Platzrunden fliegen, damit wir unsere 3 Starts und Landungen haben. Also, los geht's. Bevor wir mit unserem heißen Hobel in die Luft gehen können, machen wir natürlich immer den sogenannten Outside-Check. Das heißt, wir gehen einmal ums Flugzeug herum und schauen uns an wesentlichen Punkten an, ob alles in Ordnung ist, ob alle Teile beweglich sind, die beweglich sein sollten, und ob alle Teile, die nicht beweglich sein sollten, auch wirklich nicht beweglich sind. Ist ja Klaus, klar. Das mache ich jetzt mal und dann sehen wir uns danach im Cockpit wieder. Was mir gerade beim Gang um das Flugzeug wirklich als allererstes aufgefallen ist, ist, dass die Pollen mittlerweile schon wieder ganze Arbeit leisten. Also hier ist schon eine richtige Schicht drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Sieht man das? Ja, aber ich denke mal, die erste Runde, die wollen wir uns jetzt trotzdem nicht versauen lassen. Machen jetzt noch den Ölcheck. Und dazu müssen wir jetzt tatsächlich den Sport machen, der im Begriff Luftsport immerhin zu finden ist. Und den zeige ich euch jetzt. Sechseinhalb Stunden später. Habt ihr es gehört? Nee. Das heißt, der Sport ist für heute erledigt. So Leute, da sind wir. Wir können loslegen. Schauen mal, dass wir uns zur Schwelle der Piste, ich denke mal, 2-2 heute rangieren. Zack, und schon ist Saft auf der Kiste. Positionslichter, ACL, Intercom schalten wir alles ein. Dann sind wir bei der elektrischen Benzinpumpe, die schalten wir jetzt ein. Schalten wir die Zündung ein. Propellerbereich ist frei. Ich sehe hier weit und breit niemanden. Das wundert mich immer noch, aber hier ist niemand, also prop free. Und dann betätigen wir mal den Start. So Mädels, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt über das Headset hören. Vielleicht brauche ich nur noch meine Sonnenbrille und dann ist alles geil. Der Choke, der steht auf Flight. Den haben wir aber auch gar nicht benutzt, weil die Karre noch warm war. Die elektrische Benzinpumpe, die schalten wir jetzt wieder aus. Das hat den Grund, dass wir jetzt halt zum Rollhalt rollen. Das sind so ein paar hundert Meter. Und in dieser Zeit läuft der Motor dann halt ohne Unterstützung der elektrischen Benzinpumpe. Und sollte der Motor jetzt ausgehen, dann können wir höchstwahrscheinlich davon ausgehen, dass die mechanische Pumpe defekt ist. Und auf diese Weise können wir den Fehler schon auf dem Boden ausschließen. 200er IQ ist da! Das Funkgerät habe ich eben schon eingeschaltet. Die Frequenz von Oerlinghausen ist 126.410. Den Transponder, den schalten wir auch an. Jetzt stellen wir den Funkkontakt her und dann lösen wir gleich die Parkbremse und reiten los. Oerlinghausen Info, Delta Mike Whisky Oscar India, hallo. Delta Mike Whisky Oscar India, Oerlinghausen Info. Delta Mike Whisky Oscar India, Position an Halle 1, eine Person. Ich würde gern 3 Platzrunden machen und rolle zur 2-2. Delta Mike Whisky Oscar India, Piste 2-2 ist korrekt. QNH 1025. Delta Mike Whisky Oscar India, QNH 1025 und die Piste 2-2, danke. Dann rollen wir mal los. Delta Echo Terra Bravo Golf zur Piste 2-2, QNH 1025. Ja, wie gesagt, bis zur Piste 2-2 ist es ein ganzes End. Da machen wir jetzt erstmal eine ganz gute Hafenrundfahrt und wir können uns den Flugplatz Oerlinghausen nochmal in seiner gesamten Schönheit reinziehen. Herrlich. Ja, hier toller Ausblick auf die Piste 04, wer es noch nicht gesehen hat. Wahnsinn. Hier links toller Ausblick auf ein paar Bauarbeiter. Auch Wahnsinn. Lalalala, ja, da rollt man hier so lang, ne? Also ganz ehrlich, der Platz, der ist wie ausgestorben, ne? Normalerweise, Segelflieger en masse, die kommen aus den Löchern, sobald nur ein Sonnenstrahl irgendwo rausguckt. Und hier ist kein Arsch. Hier ist einfach keiner. So, wir sind jetzt gleich am Rollhalt angekommen. Machen wir nochmal so ein paar Checks. Parkbremse ist gezogen, Magnetcheck Nummer 1 fällt ab. Auch nicht zu viel. Und Nummer 2 fällt ab. Ungefähr gleich. Damit ist der Magnetcheck bestanden. Die Benzinpumpe, die elektrische, schalten wir ein. Bei Start und Landung unterstützen wir den Motor so ein bisschen. So, die Klappen setzen wir auf Stufe 1. Die Lampe leuchtet. Trimmung neutral. Querruder links, Querruder rechts und das Höhenruder einmal voll gezogen und einmal voll gedrückt. Wunderbar, das sieht sehr gut aus. So, Windcheck, wir haben leichten Wind von vorne.
nichts groß Besonderes. Dürften so 5 bis 7 Quo-Noten wahrscheinlich sein. Ich schätze mal, die wird es gleich nochmal durchsagen. Ja, Notfallbriefing. Sofern wir unter 500 Fuß, also bei 1000 Fuß über dem Meeresspiegel, Probleme bekommen, versuchen wir geradeaus irgendwo zu landen und in letzter Instanz das Rettungssystem zu benutzen. Sollten wir über 500 Fuß sein, dann kann man es mit einer Umkehrkurve probieren. Leider ist Oerlinghausen mit Notlandefeldern etwas rar ausgestattet. Fühle mich gut, also fit to fly. Zylinderkopftemperatur liegt bei 92 Grad momentan. Öltemperatur ist da. Den Transponder schalten wir auf Altitude. Dann können wir die Parkbremse lösen. Ich setze mir noch kurz eine Sonnenbrille auf. Und ja, ich würde sagen, auf geht's. Viel Spaß. Delta Mike Whiskey, Oscar India rollt auf die Piste 22 und startet. Delta Oscar India, Wind 280 mit 9. So, dann geht's los, ab in die Suppe. So, Thrust ist set. Airspeed ist live. Und das reicht schon zum Starten. Hallo? Seid ihr noch da? Leute. Das ist alle was mit euch hier. Aber da seid ihr wieder. Hey. Was wir bisher geschafft haben, ist, dass wir gestartet sind. Nicht schlecht, wir sind auch schon auf der Platzrundenhöhe von ca. 1600 Fuß. So, dann drehen wir hier mal so langsam in den rechten Gegenanflug. Delta Oscar India dreht in den rechten Gegenanflug, Piste 22. Und schon sind wir im rechten Gegenanflug. Ole, ole. Delta Oscar India dreht in den rechten Queranflug, Piste 22. So, da sind wir auch schon im rechten Queranflug. Jetzt ganz easy, moderate Sinken, so ungefähr mit 400 Fuß pro Minute. Das reicht eigentlich aus. Wir müssen immerhin da vorne noch über den Berg kommen. So, jetzt ziehen wir die Nase ein bisschen höher. Versuchen mal Geschwindigkeit abzubauen. Und setzen die Flaps auf Stufe 1 Benzinpumpe an. Ja, yeah, das ist die psychische Herausforderung für alle Leute, die Oerlinghausen mal anfliegen wollen. Jetzt gerade geht's natürlich, weil ungefähr gar keine Luftbewegung vorherrschte, aber ja, hier so ziemlich nah am Wald rumzueiern, das ist schon krass. Delta Oscar India dreht in den Endanflug, Piste 22, Touch and Go. Delta Oscar India, Wind 250 mit 5. 250 mit 5, alles klar. Ja, wir slippen jetzt gleich so ein bisschen rein, ganz locker. Noch mal die rechte Fläche so ein bisschen hängen hier. Leichter Tritt ins linke Seitenruder. Haben die hier abgeholzt, Alter. Schwede. Boah. Krass. Wahnsinn. Ja, wenn wir die Piste treffen wollen, müsste ich auch noch vielleicht ein bisschen nach rechts. Das kann ich ja jetzt gerade mal machen. So. Flippen wir immer noch bis hier hin. Rechtes Rad setzen wir zuerst auf gleich. Aber erstmal will sie gerade noch fliegen. Und Vollgas. Das war Landung Nummer 1. Ja, wenn du dir das, den Vogel ausgetrimmt hast, dann brauchst du nichts machen. Ne? Kannst du einfach loslassen. Ne? Das Teil, das steigt von alleine, es fliegt von alleine. Das Ding ist einfach geil. Delta Oscar India dreht den rechten Gegenanflug, Piste 22. 4200 Touren liegen an, leichtes Steigen. Und wir haben so fast 180 km/h anliegen, also 175 km/h. Das geht schon für einen Hochdecker. Delta Oscar India dreht in den rechten Queranflug, Piste 22. So, da sind wir schon wieder im rechten Queranflug. Oh, wer hätte es gedacht? Wir kommen da jedes Mal wieder an. Triebwerk idle. Benzinpumpe ein. Geschwindigkeit sinkt so langsam unter 120. Wir ziehen nochmal ganz bisschen an der Nase, dass wir etwas über den Horizont kommen und die Geschwindigkeit dadurch sinkt. Und dann können wir ganz in Ruhe die Flaps auf Stufe 1 setzen. Ein bisschen bumpy ist es hier immer, wobei man gerade sagen muss, dass ruhiges Wetter ist. Delta Oscar India dreht in den Endanflug, Piste 22, Touch and Go. Delta Oscar India, Wind 290 mit 5. Da können wir wieder die rechte Fläche ein bisschen hängen lassen. Slippen uns hier noch ein bisschen einen ab. Ich slippe lieber, als dass ich volle Flaps setze, weil es einfach unkomplizierter ist.
Außerdem ist die Fluglage sehr, sehr stabil, wie man hier sieht. Also man kann wirklich bis zur Schwelle slippen einfach. Und auf diese Weise haben wir den Flieger, also die Fläche auch schön im Wind, der jetzt leicht von rechts kommt. Deswegen setzen wir auch wieder mit dem rechten Rad nur auf am Anfang. Nehmen das linke jetzt dazu. Und dann starten wir nochmal durch. So, ich glaube, ich mache noch einen ganz kleinen Abstecher über Schlosshäute. Das ist direkt da vorne. Wir haben jetzt 4000 Touren anliegen ungefähr. Wir fliegen mit 170 km/h und 0 steigen. Das ist Leistungsmerkmal Nummer 1. Ich schiebe einfach mal ein bisschen mehr rein. 4580 Touren, kein Steigen und wir liegen kurz vor 190 km/h mit dem Flieger. Deswegen, also die FK, die holt da schon ordentlich was raus, muss man ganz klar sagen. Wir schieben einfach noch mehr rein. 4900 Touren, kein Steigen und gute 210 km/h im Stau. Das sind die Eckdaten der FK 9 Mark 4. Was fucking los? Dann drehen wir mal hier eine nice Kurve. Herrlich. Herrlich. Das ist geil am Fliegen, einfach nur. Einfach geil. Sehr nice. Ich zeige euch mal kurz das Wahrzeichen von Schlosshäute. Und zwar das Schlosshäute. So, 4800 Touren, kein Steigen, 210 km/h läuft bei uns. Wir gehen richtig vorwärts mit den Schlitten hier. So, da unten ist das Schlosshäute. Ja, sehr schön. Sehr schön von oben anzusehen. Ich würde sagen, auf geht's, dritte Landung. Und dann war's das für heute. Wir haben wieder alles im Buch stehen, was wir brauchen, um weiter fliegen zu können, um Passagiere mitnehmen zu können. Oh, Perspektive Nummer 1 leider ausgefallen. Scheiße, wir haben nur noch dich und dich. Egal. Wie sieht's mit dem Ton aus? Bin ich da überhaupt noch am Start? Jawohl. So, Platzrundenhöhe haben wir. In etwa. Plus minus 50. So, wir reduzieren mal ein bisschen, dann brauchen wir hier nicht so durchrasen. Und fliegen direkt in den rechten Gegenanflug ein. Delta Oscar India im rechten Gegenanflug, Piste 22. Delta Oscar India dreht rechts quer, Piste 22 zur Landung. So, geschmeidige Rechtskurve. Wind 290 mit 2. Korrektur mit 9. Auch nicht schlecht, so Wind 290 mit 2. Ach doch nicht, sind 9 Knoten. Ja, ist ja nur das über Vierfache. Aber solche Zahlendreher können natürlich schnell passieren. Und außerdem, der Windsack ist entscheidend, Leute. Was die dir da unten sagen, das ist eine Momentaufnahme. Und einfach Windfahne beobachten, fertig. Delta Oscar India dreht in den Landeanflugpiste 22 zur Landung. Delta Oscar India, Wind 280 mit 1,3. Das ist schon ganz ordentlich, aber der Wind, der ist ja relativ steady und wie gesagt, Momentaufnahme, ne? Ja, okay, Momentaufnahme, er ist doch schon ganz schön kontinuierlich, wenn man sich den Windsack so anguckt. Aber ich glaube nicht, dass er durchgehend 1,3 ist. Wir schauen mal. Wichtig bei sowas ist, Fläche ein bisschen in Wind halten. Ruhe bewahren, nicht zu viel am Knüppel rühren. Ja Mädels, es ist vollbracht. Transponder ist standby. Flaps können wir einfahren. Elektrische Benzinpumpe schalten wir wieder aus. Ja, wir sind wieder gelandet, sicher, in Oerlinghausen. Das waren die drei Platzrunden in Oerlinghausen. Ich hoffe, dass euch der Flug so ein bisschen gefallen hat und ich hoffe auch, dass euch das Video ein bisschen gefallen hat. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und die Glocke betätigen und dann verpasst ihr kein einziges Video mehr. Ich hoffe, dass ihr wieder dabei seid. Macht's gut, always happy landings und bis bald. Ciao. So, dazu erstmal. Äh.
Aber gut, sag mal so.